Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Paket von den anonymen Make-up-Messies bei mir und wenn du Bock drauf hast, das Ganze mal so ein bisschen zu erstöbern, ergattern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Steffi, Ela, Sabrina und ich sind die anonymen Make-up-Messies und da geht es halt tatsächlich darum, dass wir so ein bisschen ungeliebte Produkte weiter wandern lassen, bis sie dann halt wirklich bei jemandem angekommen sind, die Produkte halt feiert, ne? Und ich habe Trashy jetzt quasi vor mir stehen und werde jetzt nach und nach hier mal durchgehen. Übrigens sind solche Videos auch immer super, um sich halt in den Kommentaren zu suchen und zu finden, falls ihr miteinander irgendwelche Trash-Paket-Gruppen gründen möchtet. Wichtig ist halt bei sowas immer, dass ihr so Produkte nur in das Paket mit reinpacken solltet, die ihr selber rausnehmen würdet, sei es auch von der Aufbrauchkeitsgeschichte, ne? Dass da jetzt nicht irgendwelche fast leeren Sachen reingemacht werden. Es müssen saubere Sachen sein. Es muss darauf geachtet werden, dass da jetzt nicht irgendwie Sachen reinkommen, die benutzt wurden und die mit Schleimhäuten in Kontakt gekommen sind, sei es Mascara oder sowas oder Concealer, Liquid Lipstick, Lipgloss, sowas, ne? Und am besten, dass man die Produkte, bevor man sie reinpackt, halt echt nochmal reinigt und immer schöne, gute Ladungssicherheit, denn teilweise spielen die Paketboten mit solchen Paketen etwas Fußball. Jedenfalls kommt mir das so vor. Naja, wir haben jetzt hier zuallererst die Anti Haarausfallkur für Frauen, Phytocane, Fülle, Volumen und Glanz. Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Freundin von mir da Interesse dran haben könnte. Das lege ich mir, glaube ich, so ein bisschen auf meinen Vielleicht-Stapel. Ich bin auch ein bisschen erstaunt darüber, dass es tatsächlich nicht jetzt irgendwie kaputt gegangen ist. Hier kann ich mir vorstellen, dass man das halt direkt so in die Haare reingibt, ne? Also an den Haaransatz. Ich werde natürlich auch wieder ganz viel aus diesem Trash-Paket rausnehmen, was ich dann spenden werde. Das mache ich immer ganz gerne mit viel Pflege, ne? Auch ganz viel aus Adventskalendern wird immer gespendet. Da habe ich schon zwei Pakete gepackt, die darauf warten, weitergeschickt zu werden. Hier habe ich von BH Cosmetics das Escapade Pinsel Set. Six-Piece Mini Face and Eye Brush Set with Bag. Sowas finde ich eigentlich auch immer großartig. BH Cosmetics macht so tolle Pinsel. Wie kann man sich von sowas trennen? Ne? Das scheint auch noch was Neues zu sein. Hier denke ich direkt an meine Stiefschwiegermama in Spee, die mich auch immer nach so kleinen Pinseln fragt. Da könnte es sein, dass das mal relevant für sie werden könnte. Und da ich ja auch für sie einen Adventskalender gestalte, hat sie das direkt auch in so einem Set mit drin. Ich habe genug, was ich hier wieder in Trashy reinpacken kann. So ist es ja nicht, ne? Genau, guckt auf jeden Fall mal zur Seite. Dann habe ich hier diese süße Tasche, die hat Julius auch selber schon. Die bekommt man, glaube ich, wenn man sich bei Rossmann oder bei DM, bei Rossmann, genau, in der Babywelt anmeldet. Und ich glaube, hier sind Goodies drin. Da müssen wir mal gucken. Wir packen auch immer ganz gerne so Goodies mit dabei. Süß. Home Ice Bar for you. Eine Maske für jede von euch. Alles liebe Melanie. Oh, Melly ist leider aus dem Paket ausgestiegen. Das ist eine wärmende Augenmaske und da werde ich mir definitiv eine mit rausnehmen. Das soll halt dazu führen, dass man einfach so ein bisschen die Entspannung sich gönnen kann und reinziehen kann. Und danke liebe Melly. Die ist ja leider nicht mehr mit dabei. Ja, so ist das manchmal, ne? Dann haben wir hier noch weitere Sachen drin und zwar von Ela. Da kann sich jeder halt eine Bodylotion rausnehmen, was ich auch immer ganz praktisch zum Verreisen finde. Für jede eine Bodylotion. Ich glaube, das sind alles ähnliche, oder? Was haben wir denn hier? Reichhaltige Bodymilk und leichte. Ich nehme die reichhaltige gerne. Da bin ich immer sehr großer Fan von. Und das, ja, vielen, vielen Dank, ne? Finde ich richtig süß. Dann habe ich hier, ich glaube von Steffi, ich glaube was zum Naschen. Oh, das feiere ich ja, ne? Naschis gehen immer. Schoki ist immer, also da, also. Ich habe jetzt schon wieder Hunger. Was haben wir denn hier? Proteinriegel, das ist ja auch mal cool. Das ist einmal mit Kokos und weißer Schokolade. Ich glaube, das darf bleiben. Dann haben wir hier auch noch Zitrone-Joghurt, Joghurt-Müsli. Ich nehme das mit Kokos und weißer Schokolade. Vielen, vielen Dank. Das kann ich immer gut gebrauchen. Für zwischendurch mal, ne? Das ist immer ganz gut bei mir. So, und dann habe ich hier noch eine Kleinigkeit. Da darf sich jeder eine Parfümprobe rausnehmen. Da muss ich erstmal hier das Päckchen ergattern. Und da bin ich mal gespannt, was wir hier drin haben.
und von wem das überhaupt kommt. Von Sabrina. Ach, cool. Einmal das CK Everyone. Good Girl Blush habe ich hier. Das von Carolina Herrera. Das interessiert mich sehr. Und das C von Armani. Aber das Good Girl Blush packe ich mir mal an die Seite. Vielen, vielen Dank. Zack. Dann mache ich hier auch mal wieder dieses Gummi drumrum. Ich meine, das Paket geht jetzt das nächste Mal. Ja, das geht zu Sabrina, ne? Genau, das schicke ich gleich. Also gleich ist gut. Wenn ich das Paket erobert habe und fertig habe, zu Sabrina. Und da geht es dann seine Reise weiter. Ich habe das jetzt bekommen von Melli. Die hat mir das sogar live und in Farbe vorbeigebracht. So, man kann sich auch alles an Taschen und Boxen immer aus dem Paket rausnehmen, sollte dann halt aber immer irgendwie das Ganze ersetzen. Hier haben wir so ein Ding, das ist eigentlich total praktisch. Da kannst du halt deine ganzen Beauty-Sachen reinmachen. Das ist dann auch noch so eine Innentasche und dann kannst du hier dran ziehen. Und dann hast du hier deine ganzen Sachen direkt eingepackt. Das ist eigentlich total cool. Ich stehe ja auf solche Taschen, ne? Das finde ich wirklich praktisch. Ich glaube, die kommt auch zur Seite. Kannst du immer gut gebrauchen. Kannst du immer, immer. Dann habe ich hier die erste Box, die ich erobern kann. Und das sind, ich weiß nicht, 10 Boxen oder so. Einmal habe ich hier von Kalin Parfüm das Mon Paradis in Original verpackt. Das ist ein sehr schöner Duft. Sehr, sehr schöner Duft. Dann habe ich hier das Niki Hand Cleansing Gel mit 100 ml Aloe Vera und Shea. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob das was für mich ist. Nee, ich glaube nicht. Dann habe ich hier ein Schmuckstück drin enthalten. Oh, das ist hübsch. Aber ich glaube, das dürfte ein Armband sein. Armbänder und ich sind jetzt nicht so die allergrößten Freunde. Es sei denn, ich lasse mir das halt wirklich an mein Handgelenk schweißen. Ist aber schön. Ich glaube, das Parfüm nehme ich mir aber raus. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und könnte ich dann auch entsprechend in einem Geschenk auch weitergeben. Dann kommen wir zur ersten Goodiebox. Und da geht es schon hier los, Leute. Als erstes habe ich hier von Rival de Loup die Into the Jungle Palette. Die ist sehr, sehr bunt. Aus einer Limited Edition. Ne? Dann habe ich hier von, was bist du? Becca Shimmering Skin Perfector in der Farbe Rose Gold. Das ist ein Highlighter, der bleibt aber definitiv drin. Genau, da habe ich erstmal genug von, der ist zu dunkel. Die La Splash Moonlight Glow Palette ist eigentlich auch richtig, richtig schön, aber nicht unbedingt. Die war relativ dunkel, ne? Glaube ich, ja. Also, ja, da hast du Blush Bronzer und Puder nämlich drin. Eigentlich ist das cool. Muss ich mal gucken, ob ich das dann quasi für die Mädels, für die Spende zur Seite packen kann. Dann haben wir hier einen Blush drin von Essence, den Snow Much Love. Der ist eigentlich auch total super. Ist ein Cream Blush. Der ist wahrscheinlich einigen ein bisschen zu hell, weswegen der gerne mal in Trashies drin ist. Give Them Lala Beauty. Da haben wir hier einen Lippenstift drin enthalten in einer Farbe, die wirklich sehr, sehr schwierig ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Der hat jetzt auch ein bisschen unterm Transport gelitten. Dann haben wir einen Lip Liner von Revolution in einem Barbie Pink. Einen Monolidschatten von Douglas in einer wunderschönen Farbe. Von NYX einen Slip Tease. Die kann ich leider nicht ganz so gut auf meinen Lippen haben. Das mag ich nicht so gerne. Hier habe ich eine Mascara drin von Manakadar. Das dürfte, oder ist das nur der Primer davon? Ja, das ist der Lash Extending Primer. Hatte ich auch mal da, habe ich nicht so gut an den Augen vertragen. Das hier mag meine Mama ganz gerne, die Garnier BB Cream Original, das ist in Medium. Die packe ich auf jeden Fall zur Seite. Hier haben wir allerhand von NYX, ne? Soft Matte Metallic Lip Cream, auch nichts für mich. Zum einen zu dunkel, zum anderen wegen dem Metallic. Dann von M. Asam den Ultimate Lip Gloss in der Farbe Starlet Bronze. Auch hier wieder die Thematik mit dem Schimmer. Ist leider nicht ganz so meine Welt. Dann haben wir die Blue Therapy Red Agar Uplift Rich von Biotherm. Die mag ich eigentlich ganz gerne immer, aber müsste ich noch da haben. Auch von Give Them Lala gibt es den dazu passenden Lip Liner auch noch in einem ziemlich schönen Orangeton. Ein Color Lip Tint von Trend It Up. Da habe ich jetzt noch allerhand da. Hier habe ich von Essence einen Soft and Precise Lip Pencil in der Farbe Be Mine. Den habe ich, glaube ich, noch da. Glaube ich schon. Auch nochmal ein Slip Tease von NYX. Viel zu dunkel und halt auch von der Konsistenz nicht meine Welt. Velvet Matte Lip Cream von Catrice. Auch dieses Orange ist nicht meine Welt. Meach and Mia. Das ist ja ein Eyeshadow. Sowas verwende ich eher selten. Als Stick, da nehme ich dann tatsächlich lieber Nabla. Und ihr könnt auch übrigens gerade, wenn ihr möchtet, bei Purelush vorbeischauen. Da gibt es auf meine komplette Collection-Site 15% Rabatt und auf alles von Carla Cosmetics mit Claudis Welt 15.
Tobt euch gerne aus, wenn ihr möchtet. Hier gibt es noch eine Mascara, glaube ich. Eine Waterproof-Mascara von Etrebelle. Die packe ich mir zur Seite. Ja, das kann auf jeden Fall was werden. Jetzt nicht für mich, aber ich habe da jemanden im Hinterkopf. Vivid Matte Liquid ist das hier. Wow, von Maybelline. Also diese Farben. Was ist das hier mit dem Barbie Pink, ne? Crazy. Hyper Real Glow. Die ist hier auch noch mit drin. War die nicht schon mal mit hier drin? Die kommt mir bekannt vor. Aber die ist nicht von mir. Das ist nicht mein Aufkleber, ne? Die ist von MAC. Ich meine, dass die mir nämlich leider zu dunkel war. Ja, also da ist keiner der Töne in meine Richtung eigentlich. Wenn, dann dieser hier. Und selbst der ist mir zu gold eigentlich. Das ist eigentlich total schade, ne? Aber ich habe sehr schöne MAC-Highlighter. Da kann ich mich wirklich nicht beschweren. Aber das ist halt echt ein richtiger Schatz. Wem das passt, gönnt euch hart, Leute. Dann habe ich hier noch einen, den habe ich aber selber. Den Red Matte von Douglas. Das ist ein Liquid Lipstick in einem wunderschönen Weihnachtsrotton. Von Essence Brow Lifting Gel Set Extreme Hold. Das ist so eine Augenbrauenseife. Eigentlich total cool. Ist auch noch gar nicht verwendet, glaube ich, ne? Na, ein bisschen. Ja, also die habe ich aber auch noch in Originalgröße tatsächlich für mich selber da. Ich wollte die aber demnächst mal ausprobieren. Dann kann ich ja die verwenden und die ich noch verschlossen habe, kann ich dann quasi weitergeben in der Verlosung oder so. Dann habe ich hier von im Asa Magic Finish den Eyebrow Designer in Brown. Der ist mir persönlich leider zu dunkel, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Spendengeschichte ganz nice wäre. Von Catrice habe ich ja auch noch den Brow Definer Brush Pen, Long Lasting. Das kann ich mir auch dafür ganz gut vorstellen. Der hat auch so eine Pinselspitze, ne? Das, sowas liebe ich ja als Eyeliner. Ja, dann habe ich hier noch von Catrice Golden Powder. Das ist ein Highlighter. Und hinten klebt eine Banane drauf, süß. Der ist sehr, sehr aschig. Ich finde den zu aschig, muss ich sagen. Ich glaube, das wirkt dann auch auf meiner Haut ein bisschen zu gräulich. Das hier müsste von mir gewesen sein. Da haben sich viele gefragt, was das ist. Das macht man auch eine Kerze drauf, damit die weniger rußt. Ich muss gestehen, dass ich froh bin, dass es zurückgekommen ist, weil ich jetzt hier ganz viele Kerzen anhabe. Und unten im Wohnzimmer habe ich gemerkt, dass einige Kerzen am Rußen sind. Von Revolution habe ich hier die Brow Soap and Care Rehab Augenbrauenseife. Auch die bleibt im Paket. Die nächste Goodie Box. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist grell. Da hat jemand sich die kompletten Riva Loves Me Neon Palozza oder Paluzza Nagellacke geholt und sie aussortiert. Oh mein Gott, die sind ja richtig geil. Die sind richtig geil. Die LE kenne ich noch gar nicht. Mir dünkt, es darf alles bleiben. Oh mein Gott, sehen die geil aus. Da muss ich halt mal gucken, wie deckend die so dann auf den Nägeln sein werden. Und ich verwende jetzt ja auch super viele Nagelfolien. Aber allein für meine Mädels für Karneval sind die ja schon wieder geil, ne? Die bleiben. yo. Dann habe ich hier von Jeffree Star einen Monolidschatten in der Farbe Razor Blade. Das ist einmal eine wirklich hübsche Farbe. Ich kann ja mal gucken, wenn das Original verschlossen ist, dann würde ich den in meinen Monolidschatten Adventskalender geben, den ich ja auch dieses Jahr verlosen werde. Mal gucken. Kommt's raus oder bleibt sie drin? Ist kein Bock? Der hat keinen Bock. Der ist noch neu. Das ist so ein richtig schönes Grau. Also ich unterstütze Jeffree Star nicht dadurch, dass ich selber was von ihm kaufe. Aber wenn das noch neu ist, dann nehme ich den raus und dann kommt der dann in den Adventskalender. Ist doch schön. Dann geht der an euch, Leute. Demnächst mal, ne? Also ich habe jetzt hier einiges in Planung und da ist auch schon einiges gepackt. Oh mein Gott, Leute. Es sind so viele, also ich bin hier so ein kleines Versandhaus. Dann habe ich hier von Catrice die Glowy Face Palette. War die nicht sogar von mir? Muss ich gleich nochmal gucken. Die war mir nämlich zu dezent. Also das hat alles so nicht hingehauen. Und der Santorini sollte ja eigentlich irgendwie ein Bronzer sein, genauso wie der St. Clusif. Nein, also das ist alles bei mir nicht so funktional gewesen, wie es hätte sein können. Ein Säckchen haben wir hier noch drin. Da ist was von Chanel drin enthalten. Sind das? Nee, natürlich sind es keine Chanel-Ohrringe. Leute, das wäre es ja gewesen. Das ist von Six. Auch sehr, sehr hübsch. Also fast schon kitschig. Aber ich finde es sehr, sehr hübsch, muss ich wirklich sagen. Das sind halt welche, da machst du quasi diese untere, diesen Sonnen,
Bogen, ne? Quasi nach hinten. Das sieht richtig, richtig cool aus, denke ich mal. Bei mir bleiben da aber zu viele Haare dran hängen, glaube ich. Deswegen wandern die leider weiter, aber ich finde die sehr hübsch, muss ich sagen. Hier habe ich einen Primer drin von Alverde. Hautbildverfeinerer mit Hyaluron, wirkt mattierend. Da muss ich drüber nachdenken. Dann habe ich hier einen Lippenpflegestift von BioVegan. Legit Beauty. Finde ich auch interessant. Die Isana Hyaluron Kompaktpflege finde ich auch schön. In der Farbe 01 hell, wird mir wahrscheinlich zu dunkel sein. Ja, das sieht schon sehr dunkel aus. Das ist einfach mal Oompa Loompa, ne? Das ist, nein. Dann haben wir hier Invisibobbles drin. Die nehme ich mal mit raus. Die kommen immer ganz gut an, ne? Ein Puder von Lottie London nehme ich auch mal mit raus. Das ist so ein rosa Puder. Ist total super. Also habe ich selber auch da, um unter den Augen zu setten. Von Nihan das Haarparfüm für duftendes und gepflegtes Haar würde ich mir auch mal rausnehmen. Ich mag die Nihan-Düfte sehr, sehr gerne. Dann haben wir hier noch ein Lippenpeeling von Avant. Das bleibt aber drin. Das habe ich auch schon ein, zwei Mal leer gemacht. Ist jetzt nicht so der Schlüpperstürmer. Großartiger Pinsel, den habe ich selber aus der Joker Limited Edition. Nehme ich raus. Ja, das Paket wird bei mir oft immer so ein bisschen auf links gedreht, ne? Die True Gums lasse ich hier mal drin. Das ist jetzt nicht so ganz mein Vibe. Die sind leider nicht lange von einem, wie soll ich das sagen? Die haben nicht lange Geschmack. Das ist immer so ein Ding. Dann haben wir hier von bei Beauty Bay, Caroline Clay und PHA, die Gesichtsmaske. An und für sich total schön. PHA benutze ich aber lieber halt wirklich als eigenes Peeling so, ne? Von Sophia und Mabey habe ich hier das Eyeshadow Quad drin enthalten. The Aphrodite Palette ist das einmal. Oh, ich glaube, der geht's nicht mehr gut. Nee, der geht so gar nicht mehr gut. Und die macht hier auch leider alles dreckig. Die werde ich jetzt hier mal entsorgen. Schade Schokolade, das Ganze ist hier ein bisschen dreckig geworden. Ein Erkältungsbad, Badekissen von Accentra ist eigentlich auch total schön. Vor allem so als Geschenk immer eine ganz schöne Sache, ne? Das hat jetzt leider allerhand was von dem Lidschatten abbekommen, weswegen das als Geschenk nicht mehr ganz so nice ist. Aber an und für sich ist das voll nice. Also, ne, da hast du hier halt dieses Badekissen und das macht man dann mit in die Wanne. Und ist dann halt dieser Erkältungsbad-Vibe. Finde ich eigentlich ganz schön. Mal gucken. So, das ist noch ein Schreiber von mir gewesen. Den nehme ich auch mal raus. So, gesaugt wird hier eh nachher noch. Da habe ich schon mal ordentlich geplündert. Ah, jetzt habe ich mir auch mein Bild mal aufgerufen. Kann ich euch gegebenenfalls auch mal mit einblenden. Ja, denn da hatte ich letztes Mal diese Charlotte Tilbury-Geschichten mit reingepackt. Deswegen kann ich mich dran erinnern. Genau, ja. Da ist noch gar nicht so viel zu mir zurückgekommen. Das ist doch schon mal sehr nice. Die nächste Goodiebox wird hiermit geöffnet. Da haben wir einmal so ein süßes Lätzchen drin. Krümel sind mein Konfetti. Finde ich süß. Ich glaube, das passt Julius auch noch. Nehme ich raus. Dann haben wir hier ein Kohlpencil von Max & Moore. Ist noch original verpackt fürs Auge. Einfach so ein schwarzer Kajalstift. Kann man auf jeden Fall immer gut gebrauchen, wenn man möchte. Also ich werde da auch öfters mal nachgefragt. Dann haben wir hier die Dove Body Intensive Pflege Handcreme. Die werde ich mir mal rausnehmen, ne? Die kann auf jeden Fall einen Einsatz finden. Die Watermelon After Sun Soothing and Refreshing von Feel Free. Das spricht mich eigentlich total an. Aber ja, der Sommer ist jetzt eigentlich vorbei, ne? Eigentlich ist die vorbei. Aber Wassermelone! Mann! Dann habe ich hier von Essence den Skin Tint. Der wird mir aber zu dunkel sein in der Farbe 20. Der ist super. Der ist richtig, richtig gut. Mag ich irre gerne. Also, ich weiß nicht. Nehme ich den jetzt mit raus? Ja, ich glaube schon, weil ich den einfach gut finde. Ich glaube, den würde ich einer Freundin geben. Dann haben wir hier ein Peeling drin von Bahia Moana Fleur de Thierry. Das ist ein Körperpeeling mit Meersalz und Borikiöl. Oh, das ist auch so großartig. Das reicht nicht für viele Anwendungen, aber das ist toll. Ich nehme so viel. Naja, dann habe ich hier noch ein Parfüm drin. Luxury Kiss the Sky. Ein Eau de Parfum für die Frau. Riecht auch echt angenehm vanillig. Der hat ein bisschen was wie der Duft, der immer bei unserer Heilpraktikerin damals war, als ich Kind war. Ganz interessant. Aber für mich nicht ganz so mein Vibe. Dann habe ich die Love the Essential Face and Eye Palette. Oh, wie interessant ist das bitte. Das ist so ein Klassiker, ne? Eine ganz klassische Palette. Damit kannst du einen ganz klassischen Easy Peasy Look schminken.
Aber ich glaube, die lasse ich drin, weil solche Töne habe ich eigentlich sehr, sehr viel da. Ne? Die brauche ich jetzt so nicht. Dann habe ich hier sowas Eingepacktes. Das dürfte... Ach so, ein Overnight Beauty Produkt ist das von Catrice Multipurpose Oil. Das lasse ich auch mal drin. Von Chaya sind hier drei Masken drin enthalten. Dandelion Honey, die ist sehr beruhigend. Dann die Tapioca Honigmaske für sensible Haut und Manuka Honig gegen Akne. Dann haben wir hier noch einen Duft drin von Chetla Aloha Gorgeous. Die Chetla Düfte sind toll. Aber ich meine, dass ich da quasi das Original habe, was quasi davon inspiriert wurde. Aber den könnte ich gerne weitergeben. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Da freut sich doch bestimmt jemand drüber. Ich glaube, den Kiss the Sky nehme ich dann doch für jemand anderen einfach mal mit raus. Dann ist das Paket ein bisschen leichter, ne? Genau. Dann freut sich Sabrina, wenn ich die, wenn ich das Paket mit ordentlich Lidschattenpaletten und so auffülle. Dann haben wir hier noch ein Typchen von Chaya drin. Das ist eine Jasmine Day Cream Anti-Wrinkle SPF 6. Eine Anti-Faltencreme mit Lichtschutzfaktor 6. Ja. Und dann noch von dem Asam so ein Smooth Roller. Ist auch nicht so unbedingt meine Welt. Ich habe da mein Gua Sha oder halt auch andere Roller, mit denen ich so arbeite. Genau. Ah, dann lag hier noch so ein großes Paket oben auf. Da können wir auch mal reingucken, was das so ist. Es ist riesig. Oh, da ist auch allerhand drin. Okay, ganz viel Pflege haben wir in diesem Paket noch drin. Da haben wir I Want You Naked Hair and Scalp Serum. Das habe ich schon mal verwendet, fand ich persönlich nicht ganz so cool. Die Vitamin C Papaya Enzym Peeling Tube von Rodial habe ich nicht ganz so gut vertragen, weil Vitamin C in Kombination mit Enzymen bei sensibler Haut manchmal schwierig sein kann. Ein Eau de Toilette habe ich hier drin enthalten. Jasmin ist das von Panier de Sens. Ich glaube, das war mal in einer Blissin-Box oder so drin enthalten. Oder in einer My Little Box oder noch woanders. Warum gehen diese Parfüms alle nicht auf? Was ist da los? Oh, ich krieg das nicht auf. Tut mir leid. Das geht leider nicht bei mir. Dann haben wir hier noch drin eine Cooling Sheet Mask. Dann haben wir noch eine Fresh Mix It Sheet Mask mit AHA. Ne, das ist so ein bisschen Slow Aging. This is your Face Mask Show. Foil Sheet Mask. Auch abgefahren. Eine Fußmaske haben wir hier mit dabei mit Shea Butter und Vitamin E. Dann noch eine Fußmaske mit Blaubeeren oder Trauben. Ich glaube, die Masken nehme ich einfach alle raus. Pastel Dream Weave Comb for Highlights. Achso, wenn du dir halt die Haare färbst, dass du dir da so Strähnen reinmachen kannst. Dann haben wir hier noch Aqua Allegorio. Das ist eine Probe von Guerlain. Interessant. Von Luvia haben wir hier noch einen Eyeliner drin enthalten in Schwarz. Oh, und dann haben wir hier von Make-up Coach noch so ein grünes Lidschattenprodukt. Und dann haben wir hier noch eine was für eine Palette? Oh, ich glaube, das ist eine Bronzer-Palette vielleicht. Was steht denn hier hinten drauf? Ne, Lidschatten. Schlupfi. Interessant. Nee, aber das, ne, ist nicht so meine Welt. Ah, die Palette von BH Cosmetics ist hier auch noch drin. Die habe ich mal irgendwann aussortiert. Die Opalescent-Palette oder Opalescent, man weiß es nicht. Das ist so eine ganz, ganz zurückhaltende, ne? Komplett neutral. Ich hatte sie damals und habe gesagt, oh mein Gott, die ist so bunt. Mittlerweile denke ich mir, oh mein Gott, du bist so entspannt, Palettchen. Aber vielleicht wäre das was, entweder für meine Freundin oder halt zum Spenden, weil das sind ja eigentlich relativ zurückhaltende Töne, die man im Alltag auch ganz gut verwenden kann, ne? Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. So, die nächste Box wird geöffnet. In dieser Box befindet sich ein Primer von Essence, beziehungsweise das ist so ein Tinted-Produkt, was bei mir wirklich auch aussieht wie Oompa Loompa. Dann haben wir hier Nagellack, dem es, glaube ich, auch nicht mehr ganz so gut geht. Naja, muss man ein bisschen schütteln, ne? Die trennen sich ja irgendwann so ein bisschen. Ist aber für mich leider zu sehr Leberwurst von Sally Hansen. Nee, ich glaube, dem geht es gar nicht mehr gut. Der ist hier hinten komplett verfärbt. Sorry Mädels, aber der kommt weg. Dann habe ich hier so ein Lippenpeeling-Pad. Ne? Da habe ich eine ganz andere Beziehung, seitdem ich die Judith Williams Adventskalender geöffnet habe zu solchen Pads. Den Alverde Primer haben wir hier drin. Finde ich persönlich nicht so angenehm auf der Haut, um ehrlich zu sein. Healthy Feet. Oh, die finde ich großartig. Intensive Linderung für extrem trockene, rissige Füße. Die wird behalten von O'Keefe's.
Ich liebe Fußcremes, ne? Das ist ja echt so eine kleine, hört sich ein bisschen crazy an, eine Passion von mir. Ultra Glow von Bella Pierre Cosmetics haben wir hier drin enthalten. Auch hier haben wir vor allem bei den Highlightern eher etwas, was zu dunkel für mich ist, kann man aber schön auch als Lidschattenpalette verwenden. Und hier glaube ich, dass nicht allzu viele jetzt die sich rausnehmen würden. Deswegen nehme ich die auch raus. Dann haben wir hier noch ein Body Blur von Vita Liberata. Das habe ich ja mal aus Versehen als Foundation genommen und das sah ganz komisch aus. Dann habe ich von 3INA oder Mina heißt es ja quasi, The Color Mascara. Nein, also nur eine burgunderfarbene Mascara muss jetzt wirklich nicht sein. Dann habe ich hier von Ofra ein Long Lasting Liquid Lipstick in der Farbe Bel Air. Habe ich selber noch da. Müsste ich jedenfalls eigentlich haben. Die war, glaube ich, mal in einem Adventskalender, oder? Das ist die Reloaded Fire Palette von Revolution. Ist leider nicht ganz so mein Vibe. Ja, bleibt drin. Und dann habe ich hier noch ganz viele eingepackte. Da habe ich zum einen von Trend It Up die Color Circuit Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Relativ basic. Und dann hast du noch ein Grün und ein Blau irgendwie mit dabei. Ist eigentlich ganz süß, aber hat mich damals halt auch noch nicht angesprochen. Dann haben wir hier auch ein Schätzchen dabei. Und zwar The Classics von Tamtam Beauty. Ich glaube, die müsste ich halt selber auch noch haben. Das ist halt wirklich eine klassische Palette, ne? Ich finde die auch sehr, sehr schön. Mir persönlich ist sie ein bisschen zu dunkel. Du kannst aber hier tatsächlich den Ton super schön als Contour oder Bronzer Ton verwenden und den als Blushton, das Schwarz als Eyeliner, ne? Also eigentlich eine richtig tolle Palette, also holt euch die definitiv raus, Mädels. Dues haben wir hier auch noch mit dabei, das ist auch eine Palette, die wir immer mal wieder in so Boxen drin haben. Hier kann man auch die Palette theoretisch echt toll zweckentfremden, wenn man möchte. Ist für mich aber halt auch eine Palette, wo ich sage, das ist eine schöne Alltagspalette und ich glaube, die nehme ich auch zum Spenden quasi raus, ne? Dann habe ich hier die Rival de Loop Aqua Lagoon Palette, die sieht einfach schön aus, wie sie darunter fließt, ne? Habe ich die nicht selber reingetan? Nee, die sehe ich hier nicht auf dem Bild. Die ist nicht von mir. Okay. Eigentlich eine schöne Palette. Das Ding ist halt, dass ich halt das Original dazu quasi da habe. Und ja, die gefällt mir ein bisschen besser. Trotzdem ist die schön. Also wer Bock auf einen blauen Look hat, hat hiermit auf jeden Fall Spaß. Und dann ist hier nochmal von NYX ein Produkt drin enthalten. California Beamin. Das ist ein Glow Booster. Holla die Waldfee, ist das eine Glitzerbombe. Ist jetzt vielleicht wirklich für Halloween-Looks ganz toll. Oder auch für, wenn man so Karneval-Looks oder so schminken möchte. Da habe ich aber eigentlich genug von mir selber da, ne? Oder ja, von aus meiner Sammlung. Die nächste Goodie-Box wird geöffnet. Oh, was haben wir denn hier? Ideal of Sweden Embossed Black Magnetic Card Holder. Das ist nicht ganz meins, muss ich sagen. Nee, also auch nicht vom Stil her, ne? Mag ich persönlich jetzt nicht so gerne. Dann eine Aloe Vera Maske. Kann man sich mal anschauen. Die ist eigentlich ganz schön. Dann haben wir hier den Pro White. Das ist so ein Zahnaufhellungsstift. Da bin ich raus. Dann haben wir hier den Liquid Eyeshadow von Riva Lausmi aus der Holy Grails Limited Edition. Ich glaube, entweder habe ich den selber noch da oder nicht. Das weiß ich gerade echt nicht. Schon wieder so ein pinkes Ding, ne? Oh, oh, oh. Ja, dann haben wir von Delia hier noch was mit drin. Das ist ein Eyeliner in einem dunkelbraun. Und von Appeal haben wir hier einen Lip Liner in einem wirklich sehr schönen Nude-Ton. Müsste ich auch noch da haben. Nochmal Appeal. Jo, einfach zweimal der gleiche, okay. Das ist von mir zurückgekommen. Das ist so ein Halter für Parfümgeschichten, wenn man das haben möchte. Und dann haben wir hier noch allerhand Paletten drin. Einfach mal eine Bäckerpalette, kann man machen. Holla, die Waldfee. Ocean Jewels, eine Highlighter-Palette. Die sieht ja schon mal richtig hübsch aus, ne? Die sieht ja schon mal richtig hübsch aus. Aber auch sehr bunt. Also, nee, das ist nicht mehr so mein Vibe. Ich habe zwar noch den ein oder anderen etwas bunteren Highlighter, den ich dann auch wirklich mit Würde trage, aber das hier wäre für mich, glaube ich, zu hardcore. Und hier haben wir noch zwei drin. Das ist einmal ein Mono-Lidschatten. Oh, der ist aber auch sehr, sehr hübsch. Utopia. Das ist ein Mono-Lidschatten aus einem NYX Adventskalender, glaube ich. Kommt mir sehr bekannt vor. Und hier haben wir noch die Forever Dynamic Mesmerized Eyeshadow Palette von Revolution. Das ist einmal diese hier. Genau.
Da bin ich aber auch eher raus. Die nächste Box wird geöffnet und das ist meine Probenbox, die zu mir zurückgekommen ist. Da packe ich immer allerhand Proben rein und jeder kann sich nehmen, was er möchte. Was zu mir zurückkommt, werde ich dann quasi einfach alles rausnehmen und dann wird die wieder neu bestückt, dass jeder dann einfach mal gucken kann, ob da irgendwelche coolen Sachen mit dabei sind, die man immer schon mal ausprobiert haben wollte. Dann haben wir hier eine groß befüllte Box. Das ist interessant. Erlebe die magische Kraft von Manuka Honey mit oder ohne UFO-Gerät anwendbar. Das ist spannend. Das ist eine Foreo-Maske und die ist toll. Die ist wirklich toll. Das ist die Manuka Honey Maske. Die werde ich mit definitiv rausnehmen. Von Dalton haben wir hier das Acelain Serum. Bin ich ehrlich, habe ich mich selber auch noch nicht dran getraut, weswegen das auch im Paket bleiben wird. Am Wochenende müsste ich einen Dalton-Code haben übrigens. Dann haben wir hier drin den Carrot Cake Mix. Auch der wird hier drin bleiben. Ja, genau. Also da haben wir von Just Spices den Adventskalender ja auch schon geöffnet. Wir, ne? Ihr und ich. Da könnt ihr mit Just Claudi auch immer drauf sparen. Ich glaube, auf den Adventskalender sind es aktuell 5 Euro und ansonsten gibt es halt ein Bratkartoffelgewürz für Ome mit dazu. Dann haben wir hier ein Enjardin à Synthère von Hermès. Hermès? Oh nee, das riecht nicht nach etwas, was ich gerne mag. Wobei, das ist mit Pistazie, goldenes Gras, Olivenholz. Das könnte ich mir vielleicht mal angucken. Vielleicht. Mal gucken. Von Floss haben wir Brighten Up einen Highlighter hier drin enthalten. Den habe ich, glaube ich, das ist so ein Cream to Powder, ne? Der ist eigentlich auch echt schön. Den habe ich, glaube ich, auch selber noch da. Eigentlich ein schönes Produkt. Ich glaube, den nehme ich sogar mal mit raus. Hi. Wow. Sunlit ist die Farbe. Dann haben wir hier auch noch ein Serum. Oh, von Medipeel. Collagen Ampoule Elacto. Das ist interessant. Das ist einfach ein Kollagen-Serum, würde ich sagen, mit 70 Millilitern. Hier steht es, Lacto-Kollagen-Ampulle, Gesichtsampulle 70 Milliliter. Eine revolutionäre Hautpflegelösung. Schon nach der Anwendung erleben Sie bemerkenswerte Verbesserungen in der Proteinelastizität, Hauttextur und Porenreduktion. Ja, 2 bis 3 Tropfen Serum auf das gereinigte Gesicht, Augen aussparen, morgens und abends. Ist eigentlich geil. Eigentlich ist das ein richtig geiles Produkt, weil das kann ja theoretisch jeder Hauttyp auch verwenden. Das ist K-Beauty, ne? Das ist schon spannend. Nehme ich für eine Freundin, glaube ich, mit raus. Dann haben wir hier noch ein bisschen was Eingepacktes. Und zwar befindet sich hier drin Catrice Cleaner, die Hydra Volume Lip Plumper. Das sind meistens halt solche sehr minzigen Geschichten. Essence 24/7 Care and Protect. Das sind Gloves, das sind Handschuhe. Die sind eigentlich geil. Dass wenn man halt so eine Handmaske drauf macht oder sonst irgendwas, ich glaube, die nehme ich auch mit raus. Das kann man gut gebrauchen. Catrice Clean ID Transparent Brow Fixing Gel, das nehme ich mir auch raus. Es wird ja auch neu sein, wenn das so hier drin ist. Dann haben wir das Insta Perfect Nails von Bell Hypoallergenic. Finde ich jetzt auch von der Farbe her sehr interessant. Von Lancôme das Teint Idol Ultra Wear 310N werde ich mir auch mal rausnehmen. Da habe ich auch jemanden, den ich das geben kann. Ahuhu ist das ein Argan Oil. Das habe ich selber auch schon mal ausprobiert. Hier ist das Problem bei mir gewesen, dass das leider in den Haaren ziemlich geklebt hat. Ist das nicht vielleicht sogar von mir? Weiß ich gerade nicht. Das ist von mir. Außerdem haben wir hier die Oriental Flames von Riva Loves Me. Das ist auch eine sehr zurückhaltende, aber eigentlich echt schöne Alltagspalette. Und das hier dürfte auch von mir sein, dieser Stein. Genau, ein Gua Sha Stein. Es haben scheinbar alle einen Gua Sha Stein. So, dann schauen wir mal, was die nächste Box uns zu bieten hat. Fußmousse Tropical von CN. Riecht schon intensiv, ne? Aber für die Füße kann man immer gut gebrauchen, muss ich wirklich sagen. Mit Traubenkernöl und blumigem Pfirsichduft, 150 Milliliter. Das ist doch sogar noch neu, oder sehe ich das jetzt falsch? Nee, das ist schon offen, aber okay, es riecht halt auch echt nicht geil, dieser Pfirsichduft. Das muss ich halt auch gestehen. Schade. Schade Schokolade. Dann habe ich hier ein Duschgel drin enthalten von Axe Black Frozen Pear and Cedarwood Scent. Oh, also gefrostete Birne und Zedernholz. Das könnte was sein.
Das nehme ich doch raus. Dann habe ich hier noch ein Riva Loves Me Rouge Powder. Das ist einmal dieser hier in der Farbe 03 Pink Grapefruit. Den müsste ich auch noch haben. Die finde ich ja eigentlich immer klasse, ne? Scalp Massaging Brush. Die sind wirklich angenehm. Also für die Kopfhautmassage eigentlich immer ganz nice. Dann haben wir hier My Glow Passion Highlighter. Die LA von Essence kenne ich ja noch gar nicht. Ist mir nicht bekannt. Es scheint aber auch nicht unbedingt, es scheint eher ein Puder zu sein, ne? Dann habe ich hier noch eine Palette drin, und zwar Essence Not Your Princess. Ich meine, dass das eine Palette ist, die, ja, die ist quasi gelauncht worden, als ich mit YouTube angefangen habe. Das ist echt ein Schatz in der Sammlung, würde ich mal so sagen. Noch so nix in viel zu dunkel. Glow Recipe, Watermelon Glow Sleeping Mask. Oh. Die hatte ich auch schon mal. Die ist ja echt gar nicht mal so wenig nice, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da ist relativ viel mit Niacinamiden am Start. Das ist schon spannend. Das ist schon spannend, muss ich sagen. Dann habe ich hier noch eine Probe drin von der It Cosmetics CC Plus in der Farbe Fair Ivory. Das könnte ja wohl mal volle Elle meine Farbe sein. Und dann habe ich hier noch eine Palette drin von Revolution. Die war letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Adventskalender. Ist mir persönlich zu grau. Oh, das sieht auch sehr, sehr interessant aus. Hier haben wir die HD Skin Geschichte von, aber alles zu dunkel für mich leider, von der Make-up Forever Foundation. Ne, da sehen wir einmal Concealer und Foundation drin. Alles zu dunkel. Schade Schokolade. Dann haben wir hier ein Puder von Bella Pierre Cosmetics drin, das Banana Fixing Powder. Sowas kann man eigentlich auch immer ganz gut gebrauchen. Einen Blush Stick von Riva Loves Me, der aber, glaube ich, schimmernd ist, wenn ich das richtig sehe. Na, wobei, nee, vielleicht auch nicht. Magnolia, mal schauen. Dann habe ich hier auch noch von Very Vase, das ist ein Monolidschatten. Leider nicht mein Ding. Genau, hatte ich auch schon mal da. Ich meine, dass ich den auch in die Verlosung gepackt habe, wenn ich mich nicht täusche. Also von mir ist er nicht hier im Paket gewesen, nee. Okay, dann habe ich hier tatsächlich meine Norvina-Palette wieder zurückbekommen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, jemand freut sich darüber und nimmt sich die raus. Aber gut, ist jetzt bei mir wieder zurückgekommen. Dann haben wir hier die Altera Berry Crush Eyeshadow-Palette drin enthalten. Die ist schön, wirklich schön. Aber tatsächlich relativ zurückhaltend, aber für Altera super schön und bunt. Und ja, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man mal von Naturkosmetik überzeugt werden möchte, um das mal so zu sagen. Und dann habe ich hier noch zwei weitere Paletten drin enthalten. Einmal die Love mit, oh, das sind die beide. Love mit Letizia Lehmark. Einmal haben wir hier nämlich die Creators, also beides sind die Creators Paletten. Die Volume 2 ist es einmal. Und dann haben wir hier auch noch drin die Volume 1. Beide wunderschön eigentlich, ne? Wunderschön. Tja, schade, dass es Love nicht mehr gibt, ne? Und auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, bietet Letizia Lehmark noch die Pinsel an? Weiß ich nicht. Dann haben wir hier auch noch das Le Rouge Française. Das ist eine Blushcreme, die hier drin enthalten ist. Auch eigentlich eine schöne Sache. Müsste ich aber auch mal irgendwann da gehabt haben. Und ich glaube, man hat es nicht so gut gesehen. Und eine Kopfhautmaske von Style Dry mit Ananas und Kokos habe ich hier mit drin enthalten. Genau. Ich glaube, die beiden Love-Paletten nehme ich mit raus. Die kann man auf jeden Fall jemandem dann auch noch geben. Weil das so praktische All-in-One-Paletten sind, ne? Und hier haben wir jetzt die letzte Box. Mal gucken. Oh! Oh, das ist süß. Das ist so ein Geschenkset. Poésie d'Amour Exfoliating Shower Gel mit 150 ml und Poésie d'Amour Body Lotion haben wir hier drin und ein Duschpuffel. Das finde ich ja schon wieder richtig cool, so ein Geschenkset, Leute. Ich glaube, das nehme ich auch raus. Ja, also ich nehme wie immer sehr, sehr viel raus, aber ich packe auch sehr, sehr viel wieder rein, einfach damit hier auch ein bisschen mehr neuer Schwung in die Kiste reinkommt. Ja, doch. Also finde ich sehr, sehr schön, was ich hier bei mir behalten konnte. Und ich hoffe, dass ich dann die Mädels mit meinen neu reingelegten Produkten glücklich machen kann. Wie gesagt, als nächste ist Sabrina dran. Und da verlinke ich euch sowieso die ganzen Kanäle nochmal in der Infobox. Schaut gerne bei den Mädels vorbei. Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.